Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Für dieses Video habe ich jetzt schon ein paar Wochen lang kleine Dinge gesammelt, die für Nachhaltigkeitsmuffel relevant sind. Mit Nachhaltigkeitsmuffel meine ich Menschen, die nicht so richtig was an ihrem Leben ändern wollen und nicht einsehen, große Veränderungen zu machen. Soll es ja geben. Möchte ich auch gar nicht schämen. Ich glaube, was so Umweltschutz angeht und Klimawandel und was wir dagegen tun, da ist jeder so ein bisschen auf einem anderen Level. Und ich möchte einfach nochmal sagen, dass jeder Schritt erstmal hilft. Egal wie klein. Und sich nicht nur auf das System zu verlassen, sondern auch selber was an sich zu ändern, ist auf jeden Fall notwendig. Die Tipps, die ich jetzt zusammengestellt habe, sind so minimale, kleine Veränderungen, finde ich, dass sie jeder einbringen kann. Es gibt bestimmt noch mehr. Ich sammle gerne weiter und mache nochmal so ein Video. Ich glaube, sowas würde sich vielleicht auch anbieten für Reels oder halt Instagram allgemein. Aber ich dachte, vielleicht ist das hier eine ganz gute Runde. Und wenn euch das Video gefällt, dann leitet es doch gerne an jemanden weiter, wo ihr denkt, oh, das müsste die Person mal hören. Fangen wir an mit meinem ersten Tipp. Es soll ja Leute geben, die bestellen sich fast täglich Sachen im Internet. Sagen wir jetzt mal Amazon. Es gibt natürlich noch viele andere Online-Häuser, Bestelldienste. Aber Amazon ist so der größte und das, wo die meisten Leute nicht einsehen, sag ich mal, da nicht zu bestellen. Das größte Problem auf jeden Fall auch. Viele Leute bestellen aber trotzdem da. Okay, jetzt ist mein Tipp. Statt jeden Tag sich was zu bestellen dort und jeden Wunsch sich sofort zu erfüllen, sofort zuschicken lassen, am besten noch Prime, selber Tag oder nächster Tag schon, einfach anfangen, einmal die Woche vielleicht nur zu bestellen. Also die Sachen, die ich möchte, nicht sofort kaufen, sondern aufschreiben und dann einmal die Woche eine gesammelte Bestellung aufgeben. Das spart natürlich Verpackungsmaterial, wenn du angibst, dass alles zusammenverpackt sein soll. Fahrtwege, auch Menschen, Arbeitszeit sozusagen. Und du verlierst nichts dadurch. Ich glaube, wir müssen weg von diesem Denken, dass wir alles sofort brauchen. Manchmal kann auch es wirklich eine Woche warten. Mein nächster Punkt ist Teewasser. Wir kochen oft viel zu viel Teewasser und lassen den Rest dann wieder auskühlen im Teekocher. Was du machen kannst, um das zu unterbinden, ist, deine Tasse zu nehmen oder deine Kanne, in die du halt Tee reinmachen willst, da schon mal das Wasser reinmachen und dieses Wasser dann in den Teekocher und nur so viel warm machen, wie du wirklich brauchst. Ganz easy. Der nächste Punkt ist etwas, was glaube ich viele machen, viele aber auch nicht. Es wird auf jeden Fall nicht so viel darüber gesprochen. Aber ich oute mich jetzt und ich weiß von vielen meinen Bekannten, dass das bei denen genauso ist, aber wir müssen nicht jeden Tag duschen. Ich dusche nur alle 2 Tage. Halt immer dann, wenn ich auch meine Haare waschen muss. Bei mir ist das alle 2 Tage. Bei manchen ist das noch weniger. Kommt ganz drauf an, wie du riechst. Manche Leute schwitzen sicherlich mehr und entwickeln auch einen gewissen Geruch. Aber viele, viele Menschen einfach auch nicht. Und die können ganz problemlos auch mal einen Tag nicht duschen und niemand würde es bemerken und du selbst würdest es auch nicht bemerken. Was total reicht, ist eine Katzenwäsche, ne, morgens oder abends hier mal unter den Achseln und ne, das spart so viel Wasser, liebe Leute. Auf eine Dusche zu verzichten oder auf ein Bad zu verzichten, sowieso nicht so oft baden, lieber nur maximal einmal in der Woche, wenn überhaupt. Das spart so viel Wasser. Also lasst euch nicht von der Gesellschaft sagen, jeder muss jeden Tag duschen. Nein, müsst ihr nicht. Nur wenn ihr wirklich, sozusagen, wenn es wirklich nötig ist. Und wirklich eine Katzenwäsche tut es auch komplett. Wenn ihr euch das noch nicht ganz so zutraut, dann probiert es doch einfach mal aus, irgendwie am Wochenende. Und schaut, wie ihr euch damit fühlt. Im Sommer ist das, finde ich, auch noch mal was anderes als im Winter. Im Sommer tendiere ich eher dazu, jeden Tag zu duschen, weil man einfach so viel schwitzt. Aber im Winter ist auch die Haut froh darüber. Denn zu viel Duschen trocknet die auch aus. Also es hat viele, viele Vorteile. Einfach nicht jeden Tag duschen. Viele dieser Dinge sind auch einfach daraus entstanden, dass ich halt Studentin bin, die so viel Geld habe und man muss halt auch manchmal sparen. Ich weiß nicht, oft sehe ich, dass halt Leute so im Alter von meinen Eltern oder so, um die, keine Ahnung, Leute, die halt einfach mehr Geld haben, dass die auch mehr verschwenderisch sind. Zum Beispiel bei meinem nächsten Tipp, Backpapier mehrmals verwenden. Es gibt keinen Grund dafür, Backpapier, wenn du da zum Beispiel Käse drauf gebacken hast und da eigentlich nichts
übrig bleibt auf dem Backpapier, außer vielleicht ein paar Fettflecken, das wegzuschmeißen. Vor allen Dingen nicht, wenn es kein so Backpapier ist, was du kompostieren kannst. Also schau dir dein Backpapier an. Ist es komplett durchgeweicht und kann man es wirklich nicht mehr verwenden, dann sieht man das. Aber wenn das Backpapier noch seine Form hat, wenn nur ein paar kleine Fettflecken sind, nimm es bitte nochmal. Dann ist ein Tipp, den habe ich jetzt auch erst neu. Wenn du einen Schwamm hast, also einen Küchenschwamm, gibt ja verschiedene, aber wenn du so einen ganz normalen Küchenschwamm hast, den einmal durchschneiden und auch einen Küchenlappen einmal durchschneiden. Meistens braucht man ja gar nicht die ganze Oberfläche, sondern diese kleinere Version reicht auch total und das ist ja etwas, was man sowieso immer mal wieder wechselt. Du sparst Geld und Ressourcen. Das ist auch etwas, was ich noch nie hinterfragt habe, einfach weil wir das in meinem Elternhaus hatten das nie und ich habe das schon gleich gar nicht. Aber einfach keinen Trockner kaufen. Also Wäsche nicht im Trockner trocknen, sondern auf der Leine. Es macht keinen Unterschied, außer dass es nicht ganz so schnell geht, aber im Normalfall musst du nicht alles, was im Trockner ist, sofort anziehen. Deswegen, wenn das dir möglich ist, ich weiß, manche so Hausverwaltungen erlauben das nicht, dass du das in der Wohnung machst, aber wenn es dir möglich ist, hängen Wäsche auf dem Gender. Wenn ihr einen Garten habt, sowieso einfach raus an der frischen Luft, das ist eh das Beste. Aber wenn möglich, gar nicht erst einen Trockner anschaffen. Auch wieder, spart diese ganzen Ressourcen, die für die Herstellung dieser Maschine drauf geht, spart Energie und so weiter und so fort. Geld auch sowieso. Das ist für mich ein No-Brainer, aber es gibt viele Leute, die es nicht tun oder gar eklig finden. Muss man dann manchmal so seinen Schweinehund überwinden, aber Tassen und Gläser mehrmals verwenden. Ich verstehe tatsächlich Menschen nicht, die jedes Mal, wenn sie sich einen Kaffee machen oder Tee machen oder ein neues Wasser holen, ein komplett neues Glas nehmen. Und das Benutzte dann entweder alles abwaschen müssen mit der Hand, mit Wasser, oder die Geschirrspülmaschine umso schneller voll wird. Das aber mehrmals zu nehmen, ist nicht eklig. Du hast keinen Geschmacksänderung, weil das Glas ist ja leer. Du schmeckst ja auch nicht das. Also ich verstehe es einfach komplett. Also ich verstehe die Gedanken dahinter, ehrlich gesagt nicht, aber es soll sie geben. Aber niemand zwingt euch und wenn es euch irgendwie möglich ist, versucht da einzusparen und Tassen auch zu sparen, Gläser zu sparen. Es gibt ja überall so Goodies, ganz oft. Coolies sind vor allen Dingen Sachen, die es viel kostenlos gibt. Und es ist teilweise so viel Schrott. Und ich bitte hiermit darum, falls ihr irgendwann mal in der Position seid, Werbesachen zu machen, macht keine neuen Coolies oder Stifte. Es gibt ein paar Marken, die machen das richtig qualitativ hochwertig und gut. Kauft euch da einfach 1, 2, 3, 4 Stifte und habt die für euer ganzes Leben. Tauscht die Minen aus und weiter geht's. Bitte nicht immer diesen ganzen Stift neu besorgen. Und die letzte Sache, das ist so eine grundlegende Sache, da weiß ich, dass es viele nicht wissen. Kassenzettel, Bons, kommen nicht in den Papiermüll. Zumindest größtenteils nicht. Manchmal Kassenzettel aus Bioläden oder so, die kannst du in den Papiermüll. Dieser Farbstoff, der in der Tinte ist, der ist nicht recyclingfähig. Deswegen müssen Kassenzettel in den schwarzen Müll. Aber ich mache jetzt hier erstmal Schluss mit meinem Video. Wenn euch noch mehr Tipps interessieren oder einfallen, schreibt sie gerne in die Kommentare. Da mache ich auch gerne nochmal dazu ein neues Video. Und gerade zur Weihnachtszeit sollten wir alle aufpassen, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen, mit Bestellungen, mit auch Menschen, die etwas für uns herstellen oder bearbeiten, Dienstleistungen. Aber natürlich mit unserer wunderschönen Umwelt. Danke fürs Zusehen und ich hoffe, ich konnte inspirieren. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.